Ich werde diese 100 Euro jetzt hier drin verstecken. Der, der sie bekommt, darf sie behalten. 3, 2, 1, go! Geld! Meine Freunde, ich habe eine sehr, 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 sehr dumme Idee. Und zwar, meine Schwester Lea und Tim und alle kommen gleich nach Köln. Alle sind in einen Plan eingeweiht, außer Lea. Denn, meine Freunde, wir haben jetzt diese dumme Idee gehabt, und zwar einfach alle Kissen aus Ikea zu kaufen und die in mein Wohnzimmer zu bringen. Let's go! Tim! Angekommen am Ort der Begierde, Digga. Ohne Scheiß, ich glaube, von allen dummen Videos, die wir bis jetzt jemals gemacht haben, ist das mit Abstand das Dümmste. Falls ihr Kissen kaufen wolltet, ihr seid am Arsch. Ja. Hau dich! So, meine Freunde, wir haben auf jeden Fall schon einige Kissen. Das hier ist alles voll, das ist alles voll. Reicht das? Nee, wir holen noch mehr. Let's go. Nein, die Schüsse sind aber. Hä, was macht ihr? Weil das macht ja keinen Sinn. Wir haben Flachwagen. Flachwagen? Ja. Ja, die sind in der Teppichabteilung. Boah! Was hast du da gerade noch mit draufgeschmissen? Die hat doch ein Kissen für sich mit draufgeschmissen. Ja, das war's komplett mit den Kissen, Digga. Ein normaler Kisseneinkauf. Unser Kisseneinkauf. Ja, wir haben so ein paar hundert mehr, ne? Oh, Junge. Oh, dieses scheiß Nackenkissen von meiner Mom. Das kaufe ich nicht. Mo, hast du Mo zu sehen? Ist der blöd, Mann. Hey! Mann, das ist die Privatsphäre hier. Was machst du? Ziehen. Das ist jetzt ziehen. Jetzt wird es schmerzen, ich sag's euch so wie es ist. Guck mal, stell dir einfach mal vor, eine richtig glückliche ein. Eine richtig glückliche Kinderfamilie, zwei Kinder. Mami, Mami, ich will ein paar Kissen kaufen. Und dann kommen wir, richtige Vollschmassen, und kaufen alle Kissen an den Weg. Das kleine Kind weint in der Ecke. Die Mutter erschießt sich in dem Ikea. 346,47 Euro. Dum, 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 dum. Und leider kein Geld dabei. Ja, das ist die ganze Form bei mir gemacht, das habt ihr nur nicht gesehen. Wir sind fertig, meine Freunde, alles ist da. Oh yeah, das sieht aber noch ziemlich scheiße aus, weil das alles noch verpackt ist. Deswegen würde ich sagen, packen wir alles aus. Das war sehr, sehr teuer, ich würde sagen. 3, 2, 1! Oh mein Gott, Alter, ach du heilige Scheiße. Okay, okay, okay. Lea kommt jetzt auch gleich, das heißt, Lea denkt einfach, dass sie hier ganz normal Gast ist. Wir dann das hier sehen. So, das Ehrentrappel ist auch endlich wieder am Start. Da! Ach, Junge. Ah, ein Traum geht wahr, Digga. Ist das so, wie es ist? Ich will's. Oh, ich glaube, das hat. Oh, ich glaube, der ist da, Leute. Hallo, Madame! Wer hast du bestellt? Das ist komisch, der Kadam. Komm, sie rein. Was hat der für eine Unordnung? Madame, es könnte sein, dass wir das vorbereitet haben. Dafür müssen Sie diesen sexy Hoodie hier einmal kurz über Ihre Augen machen. Oh, sexy, Leute, heute im Hey-Team-Merch, Leute. Hey-Team, Hey-Shop.de. Ich kann doch nicht mal die Treppen laufen. Ja, hier ist die Treppe. Ich mach dich da hoch, so. Was habt ihr da vorbereitet? Willst du ja, schon was? Ja! Warte, Achtung! 3, 3, 2, 1. Das ist schon sehr geil, oder? Warte, spring mal nicht auf den Sitzer, spring mal da einfach hin. Trau den Kissen, Madame. Spring einfach mal da hin. Spring einfach in die Kiste rein, los. Wow! Oh, oh mein Gott, die halten richtig gut. Ein nackter Sprung! Yeah! Ja! Kleiner Mann! Uzi! Rainer! Hier, komm! Rainer! Ja! Uzi! Da ist voll angestrengt. Oh, Mom, oh, du solltest das eigentlich gar nicht sehen hier. Ich dachte, du wolltest die Kissen für was Vernünftiges. Spring rein, spring rein. Wie, da spring ich doch jetzt nicht rein. Ich weiß doch ganz genau, wo du warst. Das erste Mal war die Trappe, die abgesprungen hat. Es sah so aus. Du hast deine Schuhe in meiner Wohnung an. Und meinen, doch, gelten meine Regeln. Ja, ja. Hier, die Regel. Ah!
Ja, wie denn jetzt? Einfach. Springen. Wie kann man da so anfangen? Alter, bist du dumm? Spring dahin, dahin. Kann er es nicht verdammt geschrieben? Ich würde sagen, es ist Zeit für eine Kiss-Anschlag! Cause this is forever. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. I bring it to dead alive. Bring it to dead alive. Guten Tag, Johannes! Leider haben wir auch direkt schon die Kamera mit dabei. Denn es ist etwas geschehen in meinem Wohnzimmer. Junge, ich muss dir das zeigen. Oh, Junge, das ist wieder schlimm. Ach, du heilige Scheiße, Digga! Ach, du Kacke, Digga! Wie geil! Ich hab eine geile Idee. Tim, geh mal dahin. Ja, was willst du machen? Ich werf dir mal ein Kissen auf. Nein, du musst genau da bleiben. Ja, was ist das passiert jetzt? LOL! Nina blickt doch, was ist das? Alter, du wärst fast auf die draufgesprungen, ne? Ich habe eine wunderschöne Idee gerade bekommen. Ich habe nämlich noch etwas Geld hier für den Stream ja nachher abgeholt. Tim, Geld ist gut. Und ich habe gemerkt, dass 100 Euro zu viel sind. Und deswegen dachte ich mir, ich werde diese 100 Euro jetzt hier drin verstecken. Und ihr drei Kandidaten könnt sie sozusagen suchen in diesem wunderschönen Haufen. Der sie bekommt, darf sie behalten. Okay. Jetzt wird's interessant. Okay, pass auf. Ihr müsst euch also umdrehen. Mom, nimm mal kurz die Kamera. Ihr dreht euch jetzt alle in die Richtung um. Umdrehen, Jungs. Umdrehen und Mädels. Okay, ich würde sagen, ich versteck den jetzt. Ja, Mom, willst du mal ein bisschen über den rüberfilmen? Komm mal her. Ich mach richtig laut Musik an, damit die nicht cheaten. Die sind überbelichtet, aber gut. Okay, ihr könnt eure Ohren abnehmen. Also nehmt die Ohren ab. Seid ihr bereit? Also, wir sollen direkt lossprinten. Ja. Jeder, der Erste, der einen 50-Euro-Schein findet, hat beide 50-Euro-Scheine, also 100 Euro. 3, 2, 1, go! Geld! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ohne Scheiß, Leute, ich kann bis heute nicht, also ich gucke mir gerade die Aufnahme an und ich verstehe bis heute nicht, warum Johannes es da nicht gefunden hat. Es lag genau 1 Zentimeter daneben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist gar nicht drin, Schwan. Ich hab's gut versteckt, Digga. Cash, komm her. Junge, ihr seid auf einem guten Weg, Schwan. Man weiß ja nie. Junge, als ob ihr das nicht findet, Alter, krank! Aber es ist halt jetzt ja auch ganz kalt. Alter, krank, das hält sich gut, das Geld. Ja. Ja, links auf. Junge, ihr findet es nicht! Hm? Hätte Tim da in der Richtung weitergesucht, hätte er das Geld einfach gehabt, aber er hat aufgehört. Du Idiot, Junge! Ich werde nicht aufgeben. Ja! 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 Das sind die drei Bücher! Oh mein Gott, Madame! Alter, oh mein Gott! Ehre! Das machen wir für immer nochmal als ganzes Video. Leute, ich würde sagen, das war vom heutigen Vlog. Geht auf hashtag.de, damit ich mir weiteren so krassen Kiste kaufe. Ich bin reich! Reich! Lasst ein Abo bei Lea da, lasst ein Abo bei Tim da, lasst auf keinen Fall ein Abo bei Johannes da. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Hashtag.de, haut rein und ciao. Lasst ein Abo. Because this is forever.